Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Light Platinum. Das letzte Mal haben wir die Route geklärt und ich glaube auch den Rivalen war das im letzten Part, ja, ich meine schon. Ja, und dann nehmen wir jetzt den 13. Part auf. Am 18.06.2014 sind wir wieder hier. Ja, als allererstes muss ich mich mal kurz korrigieren. Und zwar habe ich gesagt, dass das Wesen für Miltank perfekt ist. Allerdings habe ich das noch im Kopf, dass ich es mit... ich bleib mal draußen. Mit Geowurf spiele. Aber es hat ja gar keinen Geowurf, deswegen braucht es ja Angriff. Und ja, nee, das war dann ein Fail meinerseits. Irgendwie war ich da nicht ganz da. Aber sonst spiele ich es halt immer careful. Weil, ja... Ne, mit Geowurf braucht es keinen Angriff. Aber gut. Ich meine, das kann ja mal jedem passieren hier jetzt. Ne? Also, bitte don't judge me. Ja, und E3 war ja, ne? Leute, E3. Also, es sind ja anscheinend nicht mega Kyogre und mega Groudon, sondern... Ich wechsle... ich bleib draußen. Und zwar sind es... wie hießen die nochmal? Vielleicht hätte ich das vorher noch mal kurz nachgucken sollen. Das sind auf jeden Fall andere Formen und ich weiß nicht, warum. Wo der Sinn liegt. Oh. Ja, ich war wieder jetzt ganz schlau. Denen dann solche Formen zu geben, anstatt Megaformen. Keine Ahnung, dann halten die wahrscheinlich Items, um diese Form zu erreichen. Ja, das ist schön. Ich werde mal wechseln. Aber ich war eher so, okay, ne, unnötig. Dann hat Zubiris ja jetzt auch eine Mega-Entwicklung bekommen, von der ich im letzten Part, glaube ich, nichts wusste. Ich bin mal ganz vorsichtig, ich glaube nicht. Habe ich darüber geredet? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ja, auf jeden Fall... hat es ja diesen Rubin vor sich und da sind ja jetzt Gerüchte, dass es Wunderwache hat und er defensiv gedrillt ist und ich und auch Gerüchte, dass es in Rubin diesen roten Diamanten hat und in Saphir dann vielleicht ein blaues Schwert oder einen blauen Rubin. Mal gucken, also dass es dann mehr auf Angriff gedrillt ist da, aber ich denke, dass es einfach so bleibt, wie es jetzt ist mit dem roten Rubin, weil wenn es eine Mega-Entwicklung ist, dann werden sie sicher nicht zwei verschiedene Steine für einen Zubiris einbauen. Also ich meine, für Glurak ja vielleicht, ne, aber Zubiris, das ist so ein random Pokémon. Ich weiß nicht, das braucht es nicht. Und ich bin, also ich mag Zubiris, wenn es auf meiner Seite steht, aber das Gegner gar nicht. Oh nein. Finde ich immer sehr haarig. Aber gut. Eigentlich fair, dass es eine bekommen hat. Mal Cricket Tomb. Können wir wieder. Können wir Tia reinschicken? Das kann sowieso nichts. Kann. Mir wurde gesagt, Zornklinge vielleicht noch und halt Leech Life. Das war's. Ja, ne. Machen wir mal. Oh, es kann Geduld. Dann wechseln wir mal raus, weil wir wollen ja nicht, dass es jetzt tot... Okay, gut. Ich wollte schon sagen. Ja. Dass es stirbt. Dass es tot. Dass es stirbt. Ja. War da sonst noch was Neues? Da waren halt viele Ingame-Bilder von den neuen Pokémon-Spielen, aber ich war jetzt nicht begeistert. Also, es ist schon cool. Ja, genau. Geheimbossen sind auch wieder da, aber... Ja, ich war ja nie so wirklich gehypt, ne? Muss ich auch noch kämpfen? Nein. Ja. Ne, und komplett die E3 war sowieso für ein Po. Also ich war da wirklich nicht nicht begeistert von... Ich meine, das sieht jetzt jeder anders und manche finden auch Splatoon total cool.
Ich war jetzt nicht begeistert davon, aber mein Gott, vielleicht muss man das auch einfach sehen. Also so spielen, selbst spielen. Bevor man sich da irgendwie auslässt zu. Ich geh mal. Darf ich nicht? Hallo, Sayu! Hallo. Nein, die hatte ja so eine komische Stimme. Hallo, Sayu! Nee, irgendwie so komisch. Egal. Ich habe auf dich gewartet, sodass wir unseren ersten Kampf haben können. Okay. Kämpf gegen mein Haspira, was so toll ist. Durfte ich nicht vorher mal kurz ins Pokémon Center gehen? Das wäre auch zu gütig gewesen, wenn ich das hätte gedurft machen. Toll. Super, klasse. Ich bin voll begeistert. Okay, Lina, hilf mir. Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine gute Idee war, aber wir gucken einfach mal. Okay, Curse ist kein Problem. Attack hoch, Defense hoch, okay, gut. Eis ist ja, glaube ich, speziell, ne? Ja, das stimmt. Ja, genau, Sayomi. Supi, dupi. Danke, Lina. So. Und dann Nidoran, weiblich. Wir schicken Tia. Ich denke sowieso, dass wir das gewinnen, aber trotzdem. Stellt euch mal vor, wir wären hier mit halbtoten Pokémon hingekommen. Aber dass man in jeder Stadt wirklich so schnell immer wieder gegen jemanden spielen muss, also dass wir so viele Rivalen haben, ist schon. Naja. Besser halt immer dieselbe Fratze zu sehen, ne? Aber in jeder Stadt ist ja schon ein bisschen. Ja, unnötig, ne? Tja, klappt nicht, klappt nicht. Die Tia ist da resistent gegen. So, ja, doch, schaffen wir locker easy. Jetzt hat die noch ihr Bannery da. Machen wir auch kaputt, wa? Gucken wir mal, wie viel. Oh, nice. Wir sind sogar als zweites dran. Ziehen wir dann nicht mehr ab? Ja, sauber. Das kommt davon. Haspiro. Sauber, Tia. Nice. Hättest du auch mal ruhig ein Level abbekommen können. Nee, das ist ja nicht so. What a victory. Ach, ich weiß, wir sind so gut. Ja, gut. Du weißt sicher, wie man mit Style kämpft. Die mag das an uns. Okay, Leute. Und sie hofft, uns erneut zu treffen. Nimm eine Pause hier, da. Take a break, take a ticket cut. Okay, und ich soll das hier enjoyen. Alles klar, die Schnauze. So. Gut, nee. Jetzt lass mich endlich meine Pokémons teilen hier. Die Armen. Die sind doch schon voll arm dran die ganze Zeit. Deswegen bin ich mir noch unsicher jetzt, ob ich Miltank wirklich ins Team nehme. Ich glaube nämlich nicht mehr. Ach Mann, aber ich weiß nicht. Ich bin so unsicher. Aha. Ja, okay. Okay. Best Friends, alles klar. Okay, gut. So, und ja, sonst. Ich habe die ganze Zeit auf der E3 auf Animal Crossing für die Wii U gehofft, auch wenn das andere. Animal Crossing erst zu früh. Also, es kam ja erst vor einem Jahr ungefähr raus. Ich habe trotzdem drauf gehofft und es kam nicht. Ich war so enttäuscht und traurig, weil. Okay, das neue Zelda sieht echt cool aus. Ja, Moment. Also, das neue Zelda sieht schon episch aus, aber. Link sieht schon aus wie eine Schwuchtel, ne? Der hat einen Zopf. Ein Zopf. Ein Zopf. Warum hat der einen Zopf? Okay, gut. Und dann. Ja, der Rest sieht eigentlich gut aus, aber Link sieht einfach. Die haben ihn voll verunstaltet. Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, Leute. Das ist Zelda. Ich war geschockt. Ja, das war nicht so gut. Habe ich mit dem schon geredet? Ja, anscheinend. Ja, deswegen, ich war echt. Ich war. Ja, ich. War ich hier schon? Scheiße, ich habe gar nicht aufgepasst so richtig. Ich habe immer. Ja, ich glaube, ich war hier schon. Ups, sorry. Tut mir leid, Leute. Ja. Wie, das war's? Boah, was ist denn das für ein Dorf, ey? Wow. Gut, schön. Ja, ist halt. Oh, oh, sorry. Open World, Zelda. Als ich das gehört habe, ich so. Boah, ich habe mich so gefreut.
Boah, das ging gar nicht. Also ich war wirklich so, oh mein Gott. Und ja, das war echt krass. Ich glaube, Blatterino müssen wir jetzt mal ein bisschen abschieben. Der hat jetzt, der hat ein bisschen Sendepause bald. Weil, ja okay, Lina ist auch ein bisschen overlevelt, aber Tia und Andy müssen wir dann noch ein bisschen leveln. Müssen wir eigentlich nicht, aber ne. Sonst sind die anderen beiden zu hoch und die anderen beiden zu niedrig. Was war da noch? Zelda Splatoon. Ach ja, Smash Bros. Dann neue Charaktere. Hole ich mir gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich das für den DS holen. Ja, und dann kommt das doch erst im Oktober raus, obwohl das im Sommer rauskommen sollte, wo ich mir echt dachte so, nee, jetzt auch nicht mehr. Jetzt hat sie eh verkackt. Freunde mehr. Aber die Figuren sind echt cool, diese Amiibos da. Die hole ich mir wahrscheinlich sogar. Einfach nicht die Spiele holen, sondern nur die Figuren. Nicht alle Figuren, aber die sonst so. Vielleicht Link und Pikachu und weil ich ja nicht, noch nicht genug Pikachu-Figuren hab, ne? Ich habe ja nur 10.000 Stück, ey. Ja, die muss auch noch da und ja. Ja. Ne? Brauchen wir alles ganz dringend. Mal gucken, wie teuer die sind. Ich schätze so 20 Euro pro Figur. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, ey. Wäre ein bisschen teuer, dann würde ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Dann würde ich mir die nicht holen. 10 Euro, ja. Mit einem Schmerzen, mit Schmerzen in der Brust würde ich mir das dann vielleicht holen, aber ja gut. 5 Euro wäre schon cool, aber ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich 20 Euro. Nintendo. Ja gut, aber die meinten auch, ja, das ist für Mario Kart. Mario Kart 8. Diese Amiibos gelten sollen. Ne? Und ich bin mal gespannt, ob man das dann wirklich auf die Wii U stellen kann. Und das Link dann in einem Kart erscheint, wenn das wirklich der Fall wäre. Also wäre schon strange, ne? So ein bisschen. Findet ihr nicht? Also ich finde das echt strange. Mal gucken. Ah, Moment mal. Hat er nicht Dry Skin? Geht das nicht? Hat er das nicht? Ich weiß nicht mehr. Ging. Ich meine, das ging, oder? Oh, ich weiß nicht mehr. Hilf mir. Nee. Anscheinend nicht. Aber konnte er das nicht haben? Oder bin ich gerade voll im falschen Film? Wahrscheinlich bin ich im falschen Film, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Psch, ich habe nichts gesagt. Und wenn es doch richtig ist, dann habe ich doch was gesagt. Ja, gut. Level 24 für Andy. Der, ja, dann zum Glück nichts gegen diese süße Krebskorps hatte. Ich mag Krebskorps. Halt die Entwicklung nicht so gern, aber oh mein Gott. Was soll man machen? Kommt auf den Charakter an. Könntest du bitte... Ja, danke. Ach, hier ist gar nichts. Boah, wow. Voll unnötig. Und was gibt's denn hier für Pokémon? Gibt's überhaupt welche? Oh, Slimer. Voll cool. Ich mag ja Slimer. Und Slimer. Slimer, das sind coole Pokémon. Wow, wie einfach nichts ist. Ich bin begeistert. Und einfach noch mehr Trainer. So, und wieder Schumisch. Wow. Da können wir nur Lina schicken. Das geht einfach gar nicht anders. Warum haben die... Ha, ich brauche was gegen für mit Crowgunk, damit ich dich trainieren kann, Tia. So. Wir betätigen ab und zu mal die Speed-Taste. Ich glaube, das könnte nicht schaden. Bloom. Okay. So. Ich hatte noch ein... Ah ja, ja, da war ja noch dieses Wooly-Yoshi da. Naja, keine Ahnung. Jetzt mache ich hier voll den Recap, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, ich bin auch so eine Leuchte, ne? Ich meinte nämlich noch so zu Salva, ah ne, ich fand die so scheiße. Ich werde dazu, glaube ich, nicht viel sagen, nur dass ich scheiße fand. Ja, ne, und jetzt gehe ich auf jedes Spiel ein. Ja, ich bin auch, ich bin manchmal... Ja, gut, ne. Aber, ja, wie gesagt, war von allem nicht wirklich begeistert, so. Das fassen wir. Oh, jetzt bin ich drin geblieben. Oh mein Gott, oh ja. Gut, schicken wir Andy raus. Und ich habe ja letztens... obwohl... Ja, doch. Ja, ich weiß gar nicht, soll ich das jetzt hier erzählen? Ich habe ja Yoshi's New Story... Nee, Yoshi's New Island. Yoshi's New Story, ah ja. Gespielt. Ich war...
Also für alle, die das Spiel gespielt haben, wie fandet ihr das denn so? Hat das überhaupt jemand gespielt? Weil es hat ja schon negative Kritiken bekommen. Ich dachte mir so, ach warum denn? Ist doch Yoshi voll cool. Dann habe ich es gespielt und jetzt kann ich es verstehen. Das ist wirklich ein Scheißspiel. Also es ist zwar Yoshi und es ist süß und man denkt sich so, ah ja, aber als ich es gespielt habe, es war diese 100% und so, hat man schon keinen Bock mehr irgendwie und es ist so kurz. Ich war da innerhalb, ich glaube, ich habe da keine 10 Stunden Spielzeit drauf und ich habe das durch. Also nicht 100%, aber ich hab's durch. Und die Maus war die ganze Zeit im Bild, oder? Super klasse, Xiaomi Pixel World hat so gut gemacht. Habe ich noch ein Antidote? Ja. Vielleicht sollte ich auch mal wieder einkaufen gehen. Hm. So. Warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich jetzt nicht zurückgelaufen? Das ist doch hier nebenan. Oh, ich weiß auch nicht. Ich bin halt ein bisschen schlau heute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Oder Moment. Wir rennen mal eben zurück. Ich nehme euch jetzt mit. Ja, ich habe diese Dinger jetzt verschwindet. Ist auch kein Problem. Und jetzt ist hier kein... Jetzt echt jetzt kein zum Einkaufen, ne? Nicht zum Einkaufen. Nicht. Und ich freue mich schon darauf, dann bald das Together in Anführungsstrichen, habe ich gegen ihn schon gekämpft, ja, mit Regi aufzunehmen. Ihr wisst ja noch nicht, was es ist, aber ich hoffe, es kommt gut an. Oh, nice, ein Item. Ether. Mal gucken. Also ich habe mega Bock drauf, ich freue mich schon wahnsinnig. Was ist denn hier jetzt noch? Hier der Typ. Aha, aha, Magic Cup. Ich mag Magic Cups. Boah. Oh, scheiße. Nein, Junge. Oh, nein. Oh. Ich muss ja weiterlaufen bis zum nächsten Part. Mit bei Light Platinum. Bis dahin.